Gurkenmorgen Jungs und andere von mir adoptierte. Ich und deine Mutter haben geredet und beschlossen, du solltest den Kanal abonnieren. Außerdem hast du Kommentierdienst, also vergiss nicht, Gurke zu kommentieren. Oh, und Sohn, ich weiß, dass du alles schaffen kannst, wenn du nur willst. Vielleicht fühlst du dich gerade nicht so gut, aber ich sehe, du gibst dein Bestes und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Mach weiter so, mein Junge, ich glaube an dich. Heute, an diesem Tag, ist Henry erleuchtet. Nee, Spaß, ich gehe immer noch auf dieselben Drecksserver und mache denselben Dreckskram. Aber let's go! Ho, ho, so Primus City, Jungs. Bam, also das Lied finde ich trotzdem immer noch geil. Warum bin ich heute so hell? Was ist so hell an mir? Ah ja, hier wurde ich so Primus City. Das nehme ich mir, voll Idiot. Weißt du, ich suche jetzt den Typen, der das Auto gehört. Ey, yo, gehört hier irgendjemand mit einem blauen BMW? Frag mal da hinten, wenn ihr nicht antwortet. Hier, gehört ihr ein blauer BMW? Dude, Kollege? Nein, mir gehört kein BMW. Digga, das kann man auch weniger angepisst sagen. Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt. Ja, ich muss halt schnell weg. Sei nicht so angepisst trotzdem, Digga. Hab mal ein bisschen Respekt vor der Menschheit, Digga. Ja, halt doch mal. Halt mal deine Fresse, Digga. Ich piss dir gleich in dein pissgelbes Auto, Digga. Wichser. Jo, gehört dir ein blauer BMW zufällig? Hallo? Ja, okay, dann antwortet er nicht. Tja, ich dachte, ich könnte ihn jetzt triggern, aber no. Schön und angenehm. Meiner jetzt. Ooh, you're making me love the way. Also, da ist anscheinend eine Gang, da komme ich nicht rein. Muss ich das wirklich zu Fuß machen? I am a soldier. Guten Tag, Kollege. Haben Sie eventuell diesen Mann da hinten verletzt? Nein. Liegt da nur und sind Sie nah dran, deswegen sind Sie irgendwie schon für mich ein Verdächtiger. Das weiß ich nicht, warum denn? Keine Ahnung, fährst halt irgendwie dran vorbei und machst nichts, ne? Wenn ich fragen darf, wer sind Sie? Nö, dürfen Sie nicht. Warum? Keine Ahnung. Okay. Und wer bist du? Ballas. Und wie tut ihr so? Kann ich ein bisschen beitreten und so? Grad ich nicht. Schon, kann man mal haben, ne? Nee, Ballas spricht nicht mal richtig Deutsch, hab keinen Bock drauf, ne? Ballas sagt Bälle. Halt dein Maul! Okay, aus dem Auto ist Arsch. Ah, leck meine Klöten, Kleider. Ja, leck meine Klöten. Ich habe ein Auto und es ist blau. Du wirst mein blaues Auto niemals kriegen. Lutsch meine blauen Klöten, okay, und eine Knarre. Ich gehe schon. Ich gehe doch schon. Ist okay. No Baller. No Baller. Ah, wo sind deine Klöten? Soll ich dir gleich meine Ballers persönlich zeigen, Digga? Ich schreib sie dir noch im Gesicht rum. Lern mal zielen. Der trifft nicht einen Schuss, ey. Lern mal zielen. Oh Gott, okay, das ist ein bisschen gut. Oh, ballert. Ja, gut. Nee, nee. Leute, wie? Stabil. Me llaman el desaparecido. Nein, das erinnert mich an diesen cringe TikTok-Ding. Wer ist es? Gustas Do. Ha! Da kommt Spanier Henry raus! Henry Gurke. Ich fühle mich halt weiblich. Daddy Vladimir is coming for you, my child. Ah! Ah! Ich seh Nippel! Ah! Wie mach ich das weg? Warum macht man das? Ihr horny Bastarde. Hör so, gib mir. Ja, ist klar! Ja, Digga, nee! Ja, na, was? Jetzt gibt kein Outfit für eine Frau, das passt! Digga, was ist das für ein Dreckserver? Was soll ich machen, Digga? Ich muss zum Mann werden. Einfach, oh. Ich bin Dodorian der Krieger. Ja, doch, den nehme ich diesmal. Finde ich klasse. So, dann auf die Suche. Mit X kannst du den Motor starten. Das Motor. Das Motor. Junge, ich drück X und ich kann Scheiß. Ah, da. Was, ein behindertes System? Krass. Oh, es sagt mir ja sogar noch, wo ich hin muss, um in die Stadt zu kommen. Digga, danke. Hätte ich von selber nicht rausgefunden, dass ich irgendwo hinfahren muss auf einer Open World. Sorry, ich habe Aggressions-Issues. Blaues Handy, schwarzes Handy, grünes Handy. Spraydose. Suchuk. Geil. Kaufe ich alles. Jawohl, ich bin arm. So mache ich das. Ich habe sie auf den Boden jetzt geschmissen. Wie hebe ich sie auf? Fuck, wie hebe ich die auf? Ich wollte die benutzen, Digga. Benutze Slash Spray. Slash? Pray. Vielleicht muss ich eine gerade Ding haben. Like this. Digga, das ist ja so ein Arsch. Was ein Kackserver, es funktioniert nicht mal richtig. Benutze Slash Spray geht nicht. Aha, da hat sich aber jemand besonders Mühe gegeben für die Fleißpunkte, ja? Ich fahr mal zu der Markierung. Worum führt es mich hin? Parkplatz? Nein, ich hätte es wissen sollen. Schau bitte in deine Garage, gut. I didn't know anything. Ausweis beantragen. Beantrage nun deinen Ausweis. Ja, nee, ich glaube nicht so. Ich glaube, ich bin ein illegaler Einwanderer. Ah, hi, was geht? Hallo. Na, bitte nicht aussteigen, ich mag das nicht. Oh Gott, er hat eine Waffe. Jungs, sucht euch Hobbys! Sucht euch ein Leben, ich bin doch nur arm! Wir wollen dir nicht atmen, wir brauchen... Nein, nein, nein! Deswegen redest du auch gerade eben einfach nur durch einen fucking Toaster, halt dein scheiß Maul! Piss dich! Leck die Wand! Solche Schwänze. Griechenland, das bringt mich außer Rand und Band. Kannst du mal aufhören, bitte? Niemand juckt Griechenland, hallo? Der hört mich und ignoriert mich, das ist frech. Ah, warte, sind Kollegen. Kollegen, ihr habt nicht zufällig irgendwie so ein Pfennig oder so, ne? Was ist so? Ja, komm, leck mir die Klöten. Pain! Oh! Ja, Dunja, komm, das muss gut gehen. Slither, yo! Let's go! Gurke! Nein, Urke? Urke! Let's go! Ich bin eine Schlange, let's go! Oh! Wollte eine Schlange sein! Ach ja, vielleicht kommt ja ein LSPD. G drücken geht schon mal nicht. Das heißt, beten, dass sie trotzdem eine Benachrichtigung bekommen haben. Ich gebe ihnen jetzt noch 3 Minuten, 2 Minuten. Ich hoffe, du packst das MD, ansonsten bin ich wieder weg hier. Alles klar. Das war wie ein Zeichen. Es würde irgendwie Gott mir sagen, verpiss dich von dem Fleck. United wie Roleplay, Digi. Weißt du, da heute sowieso ein Tag ist, so, wo ich mich ein bisschen so schlapp fühle, gehe ich einfach auf Leute hin und beleidige sie einfach stumpf. Ja, das ist mein Ding. Scheiße, ihr habt das Auto, die ihr gehört von der Idee, oder? Liegt daran, dass sie keinen haben. No sound, no bitches, no father. Kein abonnieren. Du solltest abonnieren. Nice. Sogar direkt am PD. Nein!
Was ein geiles Symbol von diesen Dingern, wo er absolut nicht durchkommt, Mensch. Oh nein, Kollege. Stopp, ich hab Gewalt gesehen. Jungs, das ist Gewalt. Jetzt hört mal auf mit der Gewalt. Na, fick dich doch einfach mal. Ey, fickt euch doch. Sucht ihr mein Leben. Ha, leck mal Eier. Polizei kommt leider nicht, ihr Trauergestalten. Lol, der ist noch voll bei mir. Scheiße, ich komm hier noch mit bis zu Los Palos damit. Tut mir leid, es tut mir einfach leid. The shit is about to get geil. Du liegst da irgendwie wie Travis Scott, nachdem er einen geilen Song rausgebracht hat hier. Ja, ich weiß, er hat mich auch umgebracht damit. Ja, das macht Travis Scott für gewöhnlich. Wo ist eigentlich dein Dude hin? Wo bist du jetzt hin? Warum liegst du jetzt denn da? Was ist mit dir falsch, Digga? The shit is about to get geil. Ja, Digga, ich pisse dir gleich ins Gesicht ein bisschen. Oh, Jungs, Polizei. Der hat die Call gedrückt. Das stimmt nicht. Sag doch einmal Unwahrheiten über mich und des Bandes. So, jetzt muss ich mal ein bisschen mit den Leuten reden. Ich wollte sie eigentlich beleidigen. Ups. That's my boy. No, my boy! Digga, du kannst ja nicht mehr noch mein Mofa fahren, was zur Hölle? Was stimmt denn mit dem nicht? Ich spreche nicht mit Robotern, deswegen eigentlich nicht, ne? Redest du? Ich spreche nicht Cyberpunk 2077, okay? Suck my robot balls! Finger weg, Digga, was bist denn du für ein Bastard? Ihr leckt meine Eier! Digga, sprecht mal ordentliches Deutsch und nicht die ganze Zeit Cyberpunk, Digga! Jetzt hol dir mein Mikrofon! Sorry, ich wollte nicht so gemein sein. Hey, Kollege. Junge, sprech doch einfach mal ordentlich! Oh! Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Kollege, achso, du hast eine Waffe, ja. Wo ist dein Motorrad? Will ich den machen, Digga? Ja! Hör auf, bitte drin! Kollege! Hör doch auf! Nein, nein, nein! Ah, 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 Mama! Das ist doch wirklich wortwörtlich Arsch. Da will der mich die ganze Zeit anhalten mit seinem Drecksmikrofon. Für 5 Euro von Aldi. Angenehm für meine Ohren. Ich schrei doch schon und bin unangenehm. Ich brauche jemanden, der angenehm spricht. Bitte, heil mich, heil mich, heil mich. Kollege, komm zurück. Ja, Kollege. Hey, du stinkst absolut bodenlos nach Scheiß und jetzt fahr weiter, Digga. Ey, wie schmeckt eigentlich der Boden? Nach deiner Mutter. Wie der Kilo denkt, er kann mich dissen, Digga. Wie er denkt. Ja gut, ich glaube, das wird nichts. Ich will liefen. Doch liefen kann ich nicht. Halt, F4. Na, Server. Neues Glück, Purple Life. Bei Purple Life ist so, ich war da schon mal. Die haben mich mal angeschrieben, so, hey, willst du von der Server zocken? Wir würden dir halt so ein bisschen machen lassen, was du willst. Mal schauen, ob das jetzt stimmt. Wenn die TikTok haben, dann will ich den anschauen. Ah, Purple Life Roleplay. Oh, 7000 Abonnenten. Sind das Fortnite-Dances? Ich trag den. Holy shit. Also, what the fuck war das gerade eben? Weißt du auch noch? Warte, das bedeckt meine Kamera. Sophia Pferdewelt, einfach markiert, Alter. Sophia Pferdewelt, ich hoffe, dir geht's gut, wo du gerade bist. Vorname: Henry Huskerke. Ah, erstellen darf man sich nicht und unsichtbar bin ich auch noch. Mal schauen, ob ich für andere auch unsichtbar bin. Das wäre jetzt interessant. Digga, ich bin einfach unsichtbar. Ich kann treten! Ich werde Leute umtreten. Gott verdammt! Da fehlt ein Rad, das ist ein Radar. Jo, gehört dir das Motorrad da hinten? Orangene BF. Sprich nicht in Kurzwörtern mit mir, sprich in ganzen Sätzen, Digga. Orangene BF. Das ist eine orangene BF. Ich rede gerade mit einem Rentner, okay? Der ist ein bisschen schwer vom Begriff, jetzt chill mal. Chill, chill. Meinst du mich? Ja, nee. Warum ich? Oha, warum ich? Scheiße, nein! Ich hab den Rentner überfahren! Ach, das ist Police! Nein, rechts zu, rechts ran, Digga! Willst du mich küssen? Der will mich doch küssen! Der will mich doch hart rannehmen! Sie sind doch zwei korrupte Bullen, die ekelhafte Leute anfahren! Ja, jetzt hab ich ihn da, wo ich ihn haben will. Ich hab dich Jungs genommen! Leck mir den Klöten! Aus dem Weg! Die Bullen wollen mein Ass! Ey, Jungs, Jungs, pass auf, da hinten sind Bullen, ne? Das sind ekelhafte Drecksbullen. Vorsicht, ne? Die sehen ja aus wie Obama. Ich kann mich gar nicht sehen, actually. Deswegen, eigentlich bin ich nur ein Unsichtbarkeitsmann, ne? Wenn ich du wäre, wäre ich auch lieber unsichtbar, Digga. So hässlich wie du bist, du Hässler. Nein, darfst du nicht. Verpiss dich von meinen Klöten. Ey. Weiß die sowieso scheiße an dir aus. Ah! Weil nicht einmal, wir lernen aus Fehlern nicht beleidigen. Du bist hässlich. Okay, nein, ich nehme alles zurück. Danke, Jungs. Kollege, weil nicht einmal. Ja, Hässler, halt dein Maul. Ah, okay, okay, okay. Ich treffe nicht diesen schlecht. Einfach bad. Ah, okay, okay. Ich schwöre, bei Gott, ich war ein böser Junge, bitte bestraf mich. Ich würde auch sagen, dann machen wir uns mal langsam gemeinsam vom Acker. Wir sind doch bestimmt Familienvater. Ich meine, diese Karre, das wäre jeder Familienvater. Was wollen Sie jetzt? Oh nein, er hat seinen Sohn rangelassen. Sorry, man sieht sich, ne? Wollten Sie gerade mein Auto klauen? Nein, ich habe eigentlich nur den Türgriff eigentlich mitnehmen wollen, weil ich verkaufe Türgriffe. Ja, komm. Der glänzt schön, weißt du, und ich hätte den abgeschraubt noch beinahe. Ja, ja. Jetzt hören Sie mal auf. Können Sie mich wenigstens kurz wohin mitnehmen? Bitte, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Aber was? Okay, okay, Hände sind oben, Hände sind oben. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, ich hab nichts getan! Ah! Ja, Kackserver. Rotserver, Digga! Zero V! Let's go! Yeah! Gokemarsch! Seit wann lebe ich? What the fuck? Yeah! Zu Fuß rennen, RP! Geil, Digga! Auto fahren, fahren Auto! Der muss ein bisschen hier gezüchtigt werden. Hol den mit, Digga. Keine Sorge, ich nehm den. Okay, okay, okay. Ah, ah, hier ist er. Habt ihr, habt ihr. Was will ich mit dem aus seinem Popo? Hast du den gerade umgebracht? Ich hab gar nichts gemacht. Nein, bitte nicht. Jungs, Jungs, ich hab gar nichts gemacht. Das liegt ein guter Tatort vor, sie sind fest. Was ist denn falsch mit Ihnen, Jungs? Kannst du deine Rechte vorlesen? Ich weiß nicht, sollst du? Ist das mein fucking Beruf? Bin ich so obdachlos wie du, Digga? Ich habe eventuell ihn aufgehoben, um... Oh, und das war es mit ihm. Oh, oh. Ich glaube, das sieht nicht gut für dich aus. Wo ist der hin? Einfach verschwunden. Der Brudi ist weg. Ja, das ist schon echt eine Schande, Digga. Was tust du einfach so? Ja, Digga, was tust du einfach jetzt auf guter Kopf, nachdem du mir Mord anhängen wolltest?
Ah, Lutscher! Schwanz, Digga. Greift er mich einfach an. Sterbehilfe, RP. Okay. Sprießen drei Leute einfach. Oh, das war mit Abstand die schlechteste Herzrhythmusmassage, die mir der Doktor jemals gegeben hat. Oh. Sag mal, Gustavo unter Eier, sag mal. Nein, ganz sicher nicht. Aber Gustavo unter Eier, Jungs. Das war ja mal absolut Arsch. Aber mein Lucky Pick, dass da hier ein Motorrad ist. Yeah! Boah. Motorrad fahren. Oh mein Gott, Motorrad fahren. Motorrad fahren. Motorrad fahren. Ey Jungs, ich wollte fragen. Ah, so. Er ist so dominant! Warum macht er so? Es tut mir sehr leid. Oh, warum sind sie so freizügig angezogen? Das ist ja ekler freizügig. Ich kann ihre Händknöchel sehen. Ah, ja, ist klar, ist klar. Kannst glücklich dich schätzen, dass ich nicht mich mit Rentnern prügel. Weißt du, ich wollte doch nur Motorrad fahren! Mustafa, weil ich möchte jetzt fahren. Nein! Oh, damit, bitte steigen Sie unter. Das war eine Crank. Sie sind zu freizügig angezogen. Ich bitte Sie, in den nächsten Kleidungsladen zu fahren. Meine Sache. Nö, juckt mich nicht. Sie sind nicht meine Freund oder meine Mann. Einen Moment, kommen Sie mal ganz kurz mit. Wir können Freunde sein. Und wenn Sie einen Mann brauchen, kenne ich eine super Transgender-Frau. Ihr Name ist Pepper. Einmal bitte hierhin. Ich will nicht. Sie werde das. Das ist meine dominante Ader, die jetzt spricht. Ich will nicht. Mustafa, züchtige mal deine Frau! Ich bin nicht seine Mann. Ich bin Opa. Mustafa ist kein Opa. Ich bin Opa. Ich fass sie nicht an, das ist zu reizügig und eklig. Ah! Oh, sorry. Oh, Frau Schlüger! Alter, ich nehme diese mit. Mustafa, ach, keine Scheiße. Ja. Nur weil ich Schlüger bin, bin ich ein schlechter Mensch, ey. Das ist du, einfach von den beiden, Hilfe. Die gesellen mich jetzt zu diesem Mann. Ich liege mit ihm jetzt auf dem Boden. Der Regen ist echt entspannt auf meinen Körper. Kann ich mir vorstellen, dass der Regen sich gut anfühlt bei deiner Freizügigkeit. Du Idiot, du bist einfach doof. Carmen, aber auch russisch erstellt? Der kommt jetzt mal in den Krankenwagen, oder nicht? Gute Nacht, Jungs, ich bin schlafen, bis er kommt. Guckst du dir gerade Männer oder Frauen an? Bin neu hier, suche nach Emir. Let's go! Nice, Jungs. Oh. Großeinsatz. Guck ihn dir an, das ist Johnny Sims. Großeinsatz ist maximal, Digga, sein Penis. Stimmt das? Er rennt weg wegen dir. Er hat Angst, aber das haben meistens Menschen mit großen Penissen. Ich habe actually einen ziemlich normalen, der ab und zu ein, zwei Krankheiten kriegt, aber das ist normal. Ich sag ehrlich, er hustet. Wie kann er ja du husten? Ganz einfach, weißt du, ich zeig's dir mal ganz kurz, warte. Bitte. Nein, stopp. Ich will nichts sehen. Nein, alles gut. Ich zeig dir nur, wie er hustet. Mustafa! Dafür habe ich gewartet. Ab sofort bin ich Urin, man. Progress! Kollege, kannst du mich kurz mitnehmen? Kannst du mich kurz zum Automechaniker bringen? Das hätte fette Ehre. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja klar, wie viel brauchst du? Komm her. So. Warte. Ja, nee, doch nicht. Mag nicht. Okay, stopp. Ich will nicht. Du machst gar nichts, außer pissen, den Jagd zu lutschen. Nein. Ey, ihr könnt den Typen kostenlos abziehen. Ja, guck mal, er hat keine Freunde. Er kann mich nicht mal abziehen. Wollt ihr ihn abziehen? Ihr könnt ihn abziehen. Helfen Sie mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn abziehen. Ja eben, da soll mir meine Jahre klutschen. Mein Pissen denn. Leck mich. Okay, schlagen geht auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht aufhören. Es hört nicht auf. Da vorne fahren. Kollege. Okay, wir können das eigentlich auch friedlich klären. Da sollst du mir nicht abziehen. Ich sag's dir nur. Das ist der falsche... Ah, ich... Wir müssen seinen Schwanz abziehen. Pass auf, der ist ein ganz komischer. Der steht auf Golden Shower. Zieh ihn ab, du kannst ihn abziehen. Er würde literally einen Orgasmus kriegen, wenn du nicht vor ihm stehst und einfach voll auf ihn pisst. Also geh mal weiter. Bitte. Er macht das gerade eben seit 15 Minuten. Wenn du mich nicht abziehen würdest, hätte er seine ganzen 15 Minuten verschwendet. Ja, lauf traurig zu deinem Drecksauto. So, dankeschön, Digga, du warst eine Rettung in Not. Lattenschaden, Alter. Ja, der hat einen absoluten Lattenschaden. Ich glaube auch, der hat nicht mal alle Läppeln am Zirn. Schau mal, der zittert schon förmlich, Digga. Kannst du auch mit dem Mittelfinger zu sein, der ist scheiß unhöflich? Hey, komm, ich schlag dich. Jetzt habt ihr keinen Fahrer. Ich trag den Fahrer. Okay. Nein, jetzt hab ich dich wieder. Nein, lass mich in Ruhe. Zieh ihn auf. Nein. Jawohl. Ich glaube, er stirbt gerade. Mach es, Bendis. Nein. Er hat die richtige Richtung gewählt. Scheiße. Ich hab dich. Du hast mich verloren, Digga. Dann trage ich dich wieder. Du kannst mich scheißen. Digga, du und dein scheiß Hund, sei ehrlich. Ey, deine Mutter ruft dich gerade an. Deine Bitch ruft mich gerade an. Okay. Er hat mich. Oh. Warum hast du nicht geliked? Warum hast du noch nicht abonniert? Boah!